So, dann sind wir wieder zurück bei Marvins Mittens. In der Folge 9, wie ich das richtig sehe, glaube ich. Und wir sind wieder mal am Mount Tall. Am Mount Tall sind wir. Wir müssen hier noch einiges einsammeln. Wir werden jetzt erstmal diesen anderen Weg hier gehen. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal ausgelassen, wenn es hierher geht. Ach, guck mal, hier ist auch so. Ach, hier ist schon Ende. Den hätte ich natürlich letztes Mal mitnehmen können. Ja, Moment. Na, ich möchte jetzt erstmal springen. Dankeschön. Ja. So, jetzt können wir gerne reden. Hallo, was hast du mir zu erzählen? Tell me a fucking true story, ey. Oh, hello. Ja, wie immer. Ich würde auch mal einen Tee nehmen, wenn du hast. Ja, komm, wir lesen wieder. Ja. Ist okay, machen wir. Noch hatten wir noch nicht, ne? Sled signs marked with signs throughout the land are hills quite high and slopes quite rent. Pull out your sled and start to slide and then hold tight, enjoy the ride. They'll often end with a hump which with some speed become a jump. Ich weiß auch gar nicht, ob das einfach nur so ist. So ist ja, Soll das jetzt echt helfen oder ist das einfach nur, weil es schön ist? Weil eigentlich erklärt sich das von selbst, was sie da irgendwie immer erzählen, ne? Es ist nicht so hilfreich. Was haben wir denn hier nicht gemacht? Ich weiß noch, dass das Gebiet sehr undurchsichtig war. Kamen wir da hoch? Ja. Mal gucken. Ich werde natürlich alles mitnehmen wieder. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das dann, wenn die anderen Gebiete auch so viel Schneeflocken haben, ob ich dann mit meiner 10-Folgen-Theorie richtig liege. War ich hier? Hier waren diese... Ach, guck mal an. Da bin ich, glaube ich, da... Ne, hier bin ich hoch. Ich erinnere mich. Aber... Frag mich nicht, wie es dann weiterging. War ich hier unten? Uah. Wenn ich hier was vergesse, dann... Ah, hier war der Abgrund. Sorry, ich muss mich erstmal orientieren jetzt. Ihr könnt natürlich in der Zeit, was ihr euch ein Brötchen schmieren oder irgendwas. Das wird zum Ausgangs. Oh nein! Oh, ah. Oh. Kurz mal schnaufen. So. Ja. Ach, stimmt. Dann wollte ich hier hoch und dann hat, Mutter hat mich gerufen und ich bin auf die Nase gefallen, ne? Also ich auf die Nase. Ich will nehmen auf den Füßen, mit der wie eine filigrane Katze. Aha. Okay, wo lande ich? Oh. Ah, nein, oh nein. Oh nein, nein, nein. Und boah, das war richtig, richtig mies jetzt. Das war echt weit. Das tut mir leid. Aber so ein Brötchen dauert ja auch ein bisschen, ne? Mal hier oben. Können wir mal einen anderen Weg ausprobieren. Wenigstens das. Hier oben lang. Ach, hier war ich auch, okay. Hier bin ich sogar lang, ja. Alles kartografiert in meinem Gedächtnis. Warum ist mir so warm gerade? Warum ist mir denn so warm? Ich hab Roller runter, so warm ist er auch gar nicht hier. Mein Gott. Und bei diesem Spiel sollte mir eigentlich kalt werden. Und zwar fehlt seine Wirkung bei mir. Ja. Bin ich jetzt schon wieder hier oben? Da war jetzt noch eine Schneeflocke, oder? Wie sieht dem aus? Ja. Ja, komm, unter drauf, ja. I'm the man. The king is here. Da waren so Winde, ich hab's gesehen. Und hier komme ich. Ach, guck mal, so Ende. Winde, traget mich nach oben. Hinauf, hinauf, hinauf.
gegen den Stein und ich wäre schon 1000 Tode hier gestorben. Das ist nicht mal übertrieben. Bevor ich jetzt hier runterspringe, gehe ich lieber auf der anderen Seite nochmal gucken. Da ist da der Ende und dann vergessen wir nachher was, was wir nicht vergessen sollten. Und das wollen wir natürlich nicht. Da steht ihr mir hoffentlich zu. Guck mal hier. Was ist das denn hier? Ah, da geht's wieder auf die Wolke drauf, oder? Ah. Boah, weiß ich jetzt nicht. Soll ich jetzt da hinten her? Ich gehe erst da hinten her, weil ich denke, dass es da vielleicht auch eine Abkürzung mal gibt wieder. Ich weiß das nicht. Oh, aber wir sind ja relativ weit oben schon. Warum soll es denn hier eine Abkürzung geben? Soll ich jetzt hier runter? Ah, okay. War die richtige Entscheidung. Mensch. Passiert mir nicht oft, dass ich so ein Glück habe. Freue ich mich sogar ein bisschen jetzt. Ein kleines Lächeln lässt sich auf mein Gesicht verzeichnen. Aber nein, das ist kein Grund für eine Facecam. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mal eine hole. Wenn wir jetzt bald mal irgendwie... Silent Hill ist ja auch irgendwann zu Ende. Nee. Und dann für andere Horror-Games, wo man sich echt mal erschrecken könnte, wäre das vielleicht ganz witzig. Aber ist auch die Frage, wir sind ja mal zu dritt da am Rumhocken. Oh, Mutter, mein Problem noch. Ob das dann... Wie die Aufnahmen dann werden und alles, müssen wir mal austesten. Ach komm. Ich will nicht nochmal hier hochlaufen. Das ist voll ätzend. Oh. Oh, da, die noch. Oh. Ah, ja, ja, ja. Wie hoch ist denn das noch? Mein Gott. Ist die Frage. Habe ich jetzt alle hier eingesackt? Könnt ihr mir auch nicht sagen, ne? Das machen wir hier schnell weg hier. Ja, speichern. Und rase erstmal durch. On the next day. Fährt Marvin natürlich wieder Schlitten. Sechs Stück fehlen dann noch. Na, müssen wir mal schauen. Weil das sah mir so aus, als würde ich da zum Ende kommen. Soll ich erstmal weitergehen oder soll ich das erstmal sammeln? Die Frage stelle ich mir halt gerade. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach nochmal nach oben, gucke noch, ob ich irgendwie die Gänge vergessen habe. Und wenn ich es dann nicht finde, dann habe ich es halt nicht gefunden gerade. Ne? So einfach mal. Ah, ich muss springen, ne? Muss aufpassen. Zack. Jetzt müssen wir auch gleich mal ankommen. Ist doch hier, ne? Ach, hier endet der Schlitten auch. Ah. Ja, hier die Abkürzung. Die muss irgendwo freizuschalten sein. Können wir hier hoch? Ich bin da eben hier einfach hier reingerannt. Ja, gut, das bringt jetzt aber... Ein Scheiß bringt das. Dumm, dumm. Dumm. Dumm, dumm. Dumm. Hier warst du. Von dir will ich nichts wissen. Ging's hier drauf? Ich will auch immer ungern irgendwo ins Blaue springen. Und dann nachher wieder ganz unten landen, weil hier ist es echt gefährlich. Nur um zu... Ah, guck mal hier. Nur um zu gucken, ob da jetzt noch irgendwelche Schneeflocken sind. Die fliegen auch irgendwann hier rum. Können wir die nicht mitnehmen? Sind das so groß andere? Ach, das ist außer Atem, ne, Marvin. Hä? Ich weiß ja nicht. Rauf hier. War ich hier? Ja, hier war ich auch. Okay. Und hier so? Hier war ich drüber schon. Wo sind die ganzen Schneeflocken noch? Ist das so weit oben? Ich gehe mal nach oben jetzt. Gucken wir mal, was da so abgeht.
Es ruft nach Abenteuer. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Oder da an einem Stein hängen bleibt mit seiner Stirn. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Ich hab schon zu lange nicht mehr geguckt. Mit SpongeBob. Gibt's da eigentlich viele neue Folgen? Sind die gut? Ich habe keine Ahnung mehr. Früher hat man das ganz, ganz gerne geguckt, aber das wurde dann ganz viel wiederholt und dann war es dann auch irgendwie mal langweilig, ne? Muss man ja mal so sagen. Leider. So. Hier. Hier waren die Winde. Man kann sich schon lange aufhalten. Boah, da wird mehr. Beinahe schon übel hier, wenn ich hier hoch. Oder sind hier neue Wolken? Dann sehen wir da was. Also ich sehe nichts. Wie gesagt, ich will da ungern hinspringen. 5 Stück noch. Boah, ey. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Ich könnte es mir ja gerne, wenn ihr diese Folge seht, schreiben. Wenn ich wo was vergessen habe, das dürfte alles ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, da war was, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, oh, guck mal, 5 Stück. Haha. Okay, ihr könnt es mir natürlich schreiben, aber ich finde das natürlich auch selbst raus, weil ich der Mega-Sucher bin. Von Slytherin. Deswegen bin ich auch in grün gekleidet. Und ich habe Harry Potter einen Handschuh geklaut. Den roten hier. So, wo geht's jetzt hin? South Peak. South Park, cool. Passt ja auch auf unseren Aussehen. Wir sind Stan Marsh von Slytherin. Ach, hier ist, das machen wir mal erstmal hier. Hallo. Gut geschlafen? Dann kannst du jetzt wieder arbeiten. Los, ran da. Ab in den Bau. Danke sehr, dass du dich in Luft aufgelöst hast. Oh, so schöne Musik hier. War da noch mehr oben? Nee. Was mache ich jetzt? Ey, hier geht's gar nicht runter, ne? Hihi. Okay, dann nicht. Mein Gott, bei der dünnen Luft hier. Jetzt duselig. Och nein. Och Mensch. Ich sehe schon, ich freue mich sehr, wenn der kleine Typi kommt. Aber da. Marvin! Hat er mich schon mal jemals mit einem Namen genannt? Ja. Ja. Digging machines, a digger elf can use his shovel and displace quite a bit of rubble. But the snow elf caves rather fast and... Not everyone digs quite so fast. To use just was shovels? Keine Ahnung, was das heißt. Man, weiß ich gerade echt nicht. Would be obscene, so hop inside a digging machine. Mhm. Ganz schlechte Anmache. I love that one. Great stuff. Ja. Koch mal weiter dein Great Stuff, Heisenberg. Elfenberg. Jump! Yeah. Oh. Warum bin ich gerade da runtergesprungen? Komm ich hier auch wieder hoch? Oder ist das eher dann nicht so? Yeah. Oh. Das war ein Stimmungswechsel. Ich geh jetzt hier rein in die Höhle. Die Höhle der dunklen Versuchungen. Ja, ja. Wie bleibt man an den Stein hängen? Mann! Und da fällt man immer so tief. Das kann man doch nicht wissen. Das ist doch scheiße. Ach Gott, hier komme ich wieder hoch. Oh, ich... Kann ich einmal alles mitnehmen? Es ist mir nicht möglich. Ja, ja, hi. Ich bin schon wieder da, ja. Lach so ruhig. Ach Mann. Oh, das finde ich kacke. Ich muss ja über die 3000 Meilen laufen hier. Ich komme mir auch irgendwie so vor, als hätte ich noch nicht viel geschafft in dieser Folge.
Ja, Süderhof. Das hat mich gerade ein bisschen an die Kinder vom Süderhof erinnert, wer das noch kennt. Wo ich es nie so geil fand, muss ich sagen. Das lief immer, irgendwas lief immer davor und dann, als das kam, das Intro kenne ich und dann habe ich ausgemacht. War mir da ein bisschen zu. zu ungezeichnet. Na? So. Wie gibt's hier denn überhaupt? 35, ist ja gar nicht so viel. Hier ist ein Stein im Weg. Wenn man den Buddelelfer braucht, ist er nicht da. Nee, nee, nee. Ist das nur eine so eine Höhle hier zum Sammeln? Kommt mir fast ganz so vor. Toro. Nee. Komm schon. Ja, das war's hier, ne? Kann ich hier wieder raus? Hoffentlich schaffe ich es diesmal, alles einzusammeln. Aber wenn nicht, ne, dann, ja, dann, ihr leidet ja auch mit mir, ne? Wir leiden zusammen, oder? So, ich bewege mich jetzt gar nicht, spring einfach nur hoch. Das hat geklappt schon mal, das ist gut. Jetzt muss ich nur den letzten hier kriegen, das wird schwierig. Für mich ist das sehr schwierig. Vom Süderhof. Oh, nee, doch nicht. Das Ende hat nicht gepasst. Oh nein, dieser eine blöde... Oh. Und nochmal das Ganze. Hier hoch. Wieder unseren Elfenkumpel Hallo sagen. Der muss sich auch denken, was macht er da? Hallo, acht einfach nicht auf mich. Ja. Hätte auch gekotzt, wenn es nicht geklappt hätte. Ah. South Peak. Ja, fertig. Weiter geht's. Downway Cliffs. Okay. Mhm. Na dann Downway mal, ne? Ah, hier ist sogar Downway. Wenn man auch genau weiß, wo es lang geht hier. Warte, wir sind jetzt... Achso, gehen wir berg runter und gleich wieder am Berg hoch oder was? Oh. Und dann müssen wir bald wieder zu Hause ankommen. Yeah. Das finde ich gut. Ist hier noch irgendwas, bevor ich jetzt... Ich springe erstmal hier rüber. Man kennt das doch. Erstmal nach unten und dann kommt man da nicht wieder hoch und dann ist das Geheule wieder groß hier. Also von mir. Nicht von euch. Na gut, das ist eigentlich egal, wo ich runterspringe, glaube ich. Dann besser hier. Hier sind Flöckchen. Ja, dich nehme ich aber auch mit. Ach, sind zwei sogar noch. Hier komme ich nicht lang. Schlitter ich mal hier runter. Es Weihnachten sehr. Wir haben schon wieder Mai. Es weihnachtet sehr. Der Mai ist noch lange nicht vorbei. Oh. Dim, 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 dim. Ihre Zeit läuft ab, Jack Bauer. Ja, was darf ich bitte? Ach, hier ist nichts. Cool. Ich habe meine Zeit verschwendet. Oh mein Gott, das ist doch so kostbar. Das wissen die doch. Ah. Patsch! Ins... Ich bin echt gestorben jetzt bestimmt. Und direkt ins Bett gefallen. Aber es sah so echt so aus, als wäre nichts mehr gekommen, ne? Sonst landen wir immer irgendwo auf dem Boden. Dann nicht. Können wir da echt sterben? Zum ersten Mal in diesem Spiel können wir vielleicht sterben? Ist es eine Falle dieses komischen Geweihfuchses? Wir werden es erfahren. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hoffe ich mal, dass es... dann mal endlich ans Tageslicht kommen, was wir da überhaupt für einen Dieb zu erwarten haben. Ob er vielleicht ganz nett ist, ob er den Handschuh vielleicht nur für seine kleinen Kinder gebraucht hat, um die warm zu halten. Kann ja alles sein. Dann würde ich Verständnis zeigen. Naja gut.
dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Marvin's Mittens. Tschüss und schönen Tag noch.